Hallo Wanderer und Traumschleifenfans und herzlich willkommen bei einer neuen Wanderung mit Adventure Trails. Ja, wir sind heute in Trier geblieben. Wir sind aus dem Hochschwarzwald wieder zurück und wollen die Traumschleife gehen, die um Trier führt, um die ja, etwas höher gelegeneren Stadtteile. Das ist die Trierer Galgenkopf-Tour. Und wenn ihr Lust habt, uns wieder auf einer Wanderung zu begleiten, dann kommt mit. So, da gibt es noch mal ein paar Infos zur Tour von uns. Die ja, Tour ist wie lange, Eva? 16,6 Kilometer. Mein Wandercomputer, wie Tom immer schreibt. Ich werde immer programmiert vorher. Genau. Ja, Höhenprofil ist ein bisschen widersprüchlich, die Aussagen. Also wir bewegen uns hier zwischen... Also aufwärts 478 Höhenmeter und abwärts 401. Ich habe die Theorie in den Raum geschmissen, dass es bei einer Rundtour nicht sein kann, dass man mehr hoch als runter geht, aber vielleicht... habe ich auch einen Knick in der Logik. Das kommt schon mal vor. Vielleicht naja. Wisst ihr, uns zu helfen.
So, jetzt haben wir noch einen ganz dicken Minuspunkt für die Tour. Ja. Denn ihr hört hier den Verkehr im Hintergrund. Wir mussten jetzt gerade hier wirklich über die Bundesstraße rüber und dann auch noch genau im Kreuzungsbereich. Sau gefährlich. Von oben kommen die Autos, von unten und dann halt noch der Begegnungsverkehr, der da aus der Kreuzung rauskommt und gibt keinen richtigen Überweg hier oben. Ja, man muss eigentlich mitten über die Kreuzung drüber rennen auf die Verkehrsinsel. Würde man im Normalfall niemals tun, aber die Wanderung geht tatsächlich dadurch. Wir haben extra nochmal geguckt und ich habe das auch vorher schon mal irgendwo gelesen. Da könnte man sich auf jeden Fall was anderes einfallen lassen, genau. Was auch immer. Lieber den Weg ein paar Meter umlegen und dann irgendwo einen normalen Übergang über eine Straße machen, aber nicht direkt in diesem Kreuzungsbereich drin, das wird vielleicht schon helfen. Von daher vielleicht mal noch nachbessern. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserer Tour. Wir hoffen, die Wanderung hat euch gefallen. Eva, wie fandest du die Wanderung? Also dafür, es ist ja eine Tour, die in Trier startet oder um Trier herumgeht und ein paar Stadtteile mit abdeckt, genau. Dafür finde ich sie sehr schön und auch mal wieder eine Tour, die man auch ohne Auto erreichen könnte. Viele, viele Felder, nicht so viel Wald, ab und zu mal kleine Waldstrecken. Das stimmt. Ja. Ja, eine ganz schöne Tour. Großer, großer Nachteil, sehr, sehr viele Straßenüberquerungen. Vor allem die eine oben an der Kreuzung, relativ gefährlich. Also da müsste man sich wirklich was einverlassen, um die Situation ein bisschen zu entschärfen. Mal mitten über so einen Kreuzungsbereich zu rennen, finden wir beide nicht so prickelnd. Nee. Ja, wir hoffen, die Tour hat euch wieder gefallen. Lasst uns ein paar Kommentare da. Vor allen Dingen zu dem Punkt mit den unterschiedlichen Höhenmetern. Warum es auf einer Rundtour so ist, dass es, mehr bergauf als bergab geht. Ich verstehe es nicht so ganz, aber vielleicht könnt ihr Eva ja mal aufklären. Genau, und auf den Schildern ist uns aufgefallen, dass die offiziellen Schilder ein anderes Höhenprofil haben als im Internet angegeben, aber da könnt ihr wahrscheinlich weniger zu sagen. Genau, und wir sagen bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss! Tschüss.